Hallo, mein Name ist Markus Leitlein und ich bin bei der Firma Contorion Firmenkundenbetreuer. Heute möchte ich euch die Kettensäge 536 LIXP von Husqvarna vorstellen. Und viel besser hier, oder? So, jetzt hier die Husqvarna 536 LIXP. LI für Lithium-Ionen-Akku, XP für Extra Power. Genau, 4,2 Amperestunden, Lithium-Ionen-Akku, 36 Volt. Besonders an diesem Akku ist auch, wie ihr relativ einfach ihn rausmachen könnt. Zwei Federn, springt raus und vor allem, könnt durchschauen. Dadurch sammelt sich kein Dreck. Und hier drin gibt es Kühlrippen, dadurch wird der Akku schön gekühlt. Ein Akku für alle Geräte, sprich, wir können den Akku auch in einen Laubbläser oder einen Hochentaster zum Beispiel reinmachen. Gibt dann auch mit wenig Amperestunden 2,1 oder auch mit Rückenakkus mit mehr Amperestunden. Hier da auch die Möglichkeit, seht ihr, wie voll euer Akku noch geladen ist. Falls er leer ist, gibt ein Ladegerät, nachladen, dauert ungefähr 30-40 Minuten, dann sollte er wieder voll sein. Oft werden wir auch gefragt, wie lange halten denn die Akkus? Hängt na klar von ganz vielen Umständen ab. Einmal na klar, wie scharf ist eure Kette, was für Material ihr schneidet. Auch wie kalt oder warm es ist. Wenn jetzt quasi ein Baum fällt und ihr ein bisschen entastet, hält die vielleicht so zwischen 30 bis 40 Minuten. In der Zeit könnt ihr auch wieder locker neuen Akku laden. Kettenlänge von 35 cm, geht auch ein bisschen kürzer mit 25 oder 30 cm. Lautstärke von 106 Dezibel laut, direkt am Ohr 93 Dezibel laut. Dann hier komme ich mal zum Bedienfeld, zum Einschalten. Einmal 2 Sekunden kurz da drauf drücken. Jetzt ist die Kettenbremse angeschalten. Leuchtet hier dieses kleine Warnschildchen, das da flackert. Und hier Energiesparmodus könnt ihr noch einschalten. Dann geht eure Kettensäge, könnt ihr dann länger mit dem Akku bedienen. Ungefähr 20 Minuten länger. Und die Kettengeschwindigkeit wird von 20 Meter pro Sekunde auf 15 Meter pro Sekunde reduziert. 20 Meter pro Sekunde entspricht ungefähr einer normalen Benzinkettensäge mit 35 Kubik. Wenn ihr die Kettenbremse löst, dann geht automatisch das Licht nach einer Minute aus und der Standby-Modus tritt ein. Was auch super ist bei der Kettensäge, ist, wie einfach ihr den Tankdeckel öffnen könnt. Könnt ihr jetzt auch, wie ich, hier mit dem Handschuh machen. Aufdrehen und nachfüllen. Wie viel Öl ihr drin habt, seht ihr einfach durch das Sichtfenster. Also für mich die Erfahrung mit der Kettensäge war super einfach. Ich war überrascht, wie scharf die Säge geschnitten hat. Der Sägeschnitt war super sauber. Ihr habt jetzt eine 3/8 Zoll Kette da drauf. Falls ihr noch einen feineren Schnitt haben wollt, dann könnt ihr eine 1/4 Zoll Kette drauf machen. Hat den Vorteil, dass euer Sägeschnitt noch sauberer ist, wenn ihr zum Beispiel einen Hochsitz bauen wollt oder sowas. Was mich wirklich auch begeistert hat bei der Säge von ihrem Leichtgewicht von knapp 4 Kilo, ist, wie kräftig und stark diese Kettensäge einfach sich durchs Material schafft. Super. Das war's wieder von mir an meiner Kettensäge heute. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr weitere Videos von mir anschaut. Wie immer wünsche ich euch einen schönen Tag und frohes Schaffen. Euer Markus Leitlein.